Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Wie ihr es von mir gewohnt seid, werden wir natürlich auch diese Woche wieder gemeinsam die aktuellen Top-Partien lösen und ich zeige euch da wie immer einen günstigen Lösungsweg. Insgesamt bekommen wir Packs im Wert von ca. 100.000 Coins und zusätzlich unseren, ich glaube sogar letzten Winter-Wildcard-Bonus-Token und den wollen wir natürlich einsacken und wenn ihr genau nur diesen wollt, ja, dann könnte es etwas teurer werden, wenn ihr ihn jetzt sofort haben möchtet, denn die benötigten Spieler, die wir aus den Vereinen Twente und Emmen benötigen, die sind extinct, also das heißt, die sind auf dem Transfermarkt ausgestorben, also da müsst ihr schon ein bisschen snipen. Ich habe noch gerade einen bekommen für 9000 Coins und das macht es halt auch ein bisschen teuer. Die Top-Partien würden euch tatsächlich nur so circa 20.000 Coins kosten. Bedingt durch diesen einen Spieler, den ihr dafür benötigt, ja, könnt ihr selbst rechnen, bezahlen wir knapp 30.000 Coins, beziehungsweise ich in dem Fall 29.000 Coins. Ich denke, das wird sich im Laufe der Woche ein bisschen stabilisieren. Die Spieler werden dann auch auf dem Transfermarkt günstiger erscheinen. Okay, wenn wir schon mal hier sind im Fenster, das sind die Top-Partien. Wir haben vier an der Zahl, wie üblich. Atletico Madrid gegen Barcelona zum einen. Zum anderen haben wir noch AC Florenz gegen Sassuolo. Benfica, ich glaube, ist das Prag? Ich weiß gar nicht, welcher Verein das darstellen soll. Oder ist das wirklich ein echter Verein? Benfica gegen Portimonense. Okay, und Twente gegen Emmen. Okay, dann haben wir jetzt die Partien durch. Ja, wie gesagt, Packs gibt es wirklich ordentliche. Wir haben hier zum einen ein 20k-Pack, ein 15k-Pack, ein ca. 10k-Pack und ein 7,5k-Pack und dann am Ende gibt es nochmal ein 50k-Pack. Die machen wir natürlich jetzt auch im Anschluss dann alle gemeinsam auf. Hier auf meinem SBC-Account, da spare ich nichts, da reiße ich die Dinger mit euch auf. Okay, wir haben folgende Bedingungen in der ersten SBC. Wie gesagt, die Vereine, die sind schwer zu ersnipen. Sonst gebe ich euch immer eine Goldspielerlösung, also wundert euch nicht. Klar, bei einer Teamgesamtbewertung von 71, da kann man auch natürlich mit dem einen oder anderen Bronze- oder Silberspieler arbeiten. Die Verfügbarkeit ist aber leider da nicht so gegeben, deswegen möchte ich lieber eine Mainstream-Lösung veröffentlichen. Dann bezahlt ihr zwar vielleicht minimal mehr drauf, aber ihr könnt euch sicher sein, dass das Ganze günstig ist. Okay, ja, Ligen Max 5, Spieler aus einem Verein, mindestens 3, Teamgesamtbewertung 71, Gesamtchemie 14 und natürlich 11 Spieler. Und wie es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Dann würde ich sagen, legen wir endlich los. Let's go. Und gleich müssen wir zum besagten Spieler kommen, der, ja, ich will nicht sagen, ich habe gut gesniped, es hätte besser sein können, aber es hätte auch teurer sein können. Für 9000 Coins habe ich doch ein Schnäppchen geschlagen hier für den Elmar, den solltet ihr euch nicht snipen, filtert einfach die Vereine, also hier in dem Fall Twente oder im anderen Fall Emmen. Okay, dann der nächste. Und damit haben wir die erste Top-Partie gelöst. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die nächsten an. Zum einen haben wir hier noch, also wir haben jetzt Benfica gegen Portimonense. Ja, und von den genannten Vereinen brauchen wir mindestens einen Spieler. Also wirklich nur einen. Vereine, mindestens vier Spieler aus demselben Land, Region. Max 5, seltener brauchen wir schon 2. Teamgesamtbewertung 73. Gesamtchemie mindestens 18. Dann würde ich sagen, auch hier einmal let's go.
Und damit haben wir auch die zweite Top-Partie gelöst. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das italienische Duell an. Und von den Vereinen brauchen wir mindestens ein Spielerligen, mindestens 4 Länderregionen, max 6 Spieler aus demselben Land. Hier aus der Liga. Mindestens 4 Teamgesamtbewertung 75, Gesamtchemie 22. Und auch hier legen wir einmal los und gehen durch. Let's go! So viele Torhüter, da weiß man gar nicht, wo der Anfang und wo das Ende ist. Okay, das haben wir auf jeden Fall jetzt hier auch gefunden und dementsprechend haben wir jetzt die letzte Top-Partie. Und hier haben wir folgende Bedingungen: Atletico brauchen wir mindestens einen Spieler oder wahlweise auch einen Barcelona-Spieler können wir auch nehmen. Spieler aus demselben Land, Region mindestens 4, Spieler aus einem Verein mindestens 3, seltene brauchen wir mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 77, Gesamtchemie 26. Und ein letztes Mal gehen wir hier gemeinsam durch. Let's go! Und damit waren wir auch schon durch. Und dann würde ich sagen, geben wir jetzt alles mal nach der Reihe ab. Hat den folgenden Sinn, dass ich die SBCs erst am Ende abgebe. Es kann natürlich sein, dass ich hier den einen oder anderen Spieler schon mal verwendet habe. Und dann ist das natürlich für so ein Video nicht gut, wenn auf einmal ich dann ein bisschen im Leeren stehe und nicht mehr weiß genau, welcher Spieler das war. Ist meistens jetzt auch inzwischen nicht mehr so schlimm. Das kriegt man gut raus. So, und dann haben wir jetzt die letzte Partie. Das tut, ich muss sagen, das tut echt ein bisschen weh mit diesem Spieler hier. Also, dass ich den so teuer kaufen musste. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir machen auf jeden Fall keinen Minus. Die Packs sind wirklich richtig gut. Im Wert von circa 100.000 Coins. Natürlich brauchen wir da auch ein bisschen Glück. Aber das wollen wir jetzt mal herausfordern. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Packs und starten mit dem Premium Gold Pack. Oh ne, wir haben hier noch was. Genau, den Token, der will noch in den Verein gezogen werden und dann starten wir rein mit dem ersten Pack, was uns dann keine Lampe beschert, das heißt auch kein Walkout, kein Brett, kein gar nichts. Dann haben wir das Jumbo Gold Pack und auch hier bleibt die Lampe aus, wir ziehen dann doch den Pulisic. Und nochmal 1000 Münzen. Ansonsten sieht das hier auch eher bescheiden aus. Und dann haben wir noch 3 Packs. Und dann hoffe ich mal, dass wir daraus noch was Gutes ziehen. Ja, Jumbo Premium Gold Pack. Ah, da geht schon mal die Lampe hoch. Aber das wird nur ein Brettspieler. 83, David Silva. Okay, okay. Haben wir noch was? Boah, summiert sich auch. Premium Gold Spieler Pack. Ich weiß gar nicht. Ich mach mal das auf. Das Prime Electrum. Ah, hier auch ein Brett. Stürmer. Das wird sogar ein 85er Aspas. Okay. Nimmt man mit. Ich glaube, der eine Spieler. Diese bläuliche Karte hat auch, glaube ich, mindestens einen Wert von 2000 Coins aktuell. Und dann das letzte Pack, das Premium Goldspieler Pack. Komm, hier dürfte es doch mal... nicht mal die Lampe an. Schade. Klaus. Okay. Das soll es gewesen sein. Also, auch wenn Klaus gekommen ist am Ende,
Ja, die Bescherung hat er nicht mitgebracht. Ja, das war's. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr ein bisschen mehr Glück hattet. Ansonsten verkauft dann, wenn interessante neue Upgrade-Packs draußen sind, einfach eure Non-Rare-Spieler und dann seid ihr quasi hier auch verlustfrei rausgegangen. Da ist nichts drin. Das soll es gewesen sein. Gerne mal liken, gerne kommentieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen. Peace.